Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Malte von Modern Archery Germany und ich zeige euch heute mal, wie ihr euch eine Zielscheibe bauen könnt. Ja, wie ihr seht, probieren wir heute mal was Neues aus. Im Grunde probieren wir eigentlich was Altes aus, weil das Video hatten wir schon einmal aufgenommen und das ist auch schon was länger hochgeladen auf Instagram. Aber ich bekomme hier auf YouTube und auch bei Facebook immer weiterhin Fragen, wie ich denn meine Zielscheiben selber gebaut habe. Deswegen schneide ich das jetzt hier alles nochmal zusammen. Das Ganze ist hochkant, weil ich es damals hochkant aufgenommen habe, weil ich mir dachte, kommt auf Facebook und Instagram bestimmt besser rüber. Ja, mal schauen, wie es hier auf YouTube aussieht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch Hochkant-Videos in Zukunft wünscht oder ob ihr weiterhin ganz normale Breitbild-Videos haben wollt. So, genug gelabert, wir starten mit dem Tutorial. Ich zeige euch heute mal, wie man eine solche Zielscheibe baut. Und zwar ist es ganz einfach, wir brauchen nur folgende Sachen. Wir brauchen einmal Paketband. Wir brauchen Panzertape, wir brauchen eine Zielscheibe, die kann man sich selber ausdrucken, man kann auch welche auf Amazon kaufen. Wir brauchen zwei dieser hochwertigen planenartigen Einkaufstüten, also wirklich so gewebtes Material. Da würde ich euch wirklich empfehlen, geht zu Action, da kriegt ihr nämlich sowohl sehr hochwertige Tüten, als auch Panzertape, als auch Paketband, alles zum guten Preis und von der Qualität absolut ausreichend. Also, zwei Tüten und dann brauchen wir circa 10 Kilo alte Kleidung. Da könnt ihr natürlich nehmen, was immer ihr wollt, alte Socken, alte Unterhosen, Nachthemden von der Schwiegermutti, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch alte Lappen nehmen oder wie ich jetzt hier in diesem Fall Industrielappen. Und wie man sieht, Industrielappen, also das sind alte Kleidungsstücke, einfach nur gepresst und vakuumiert. Ungefähr 10 Kilo braucht ihr. Ihr könnt das auch wirklich selber stopfen, aber am einfachsten geht es, wenn ihr das schon vorgepresst kauft. So, also als erstes nehmen wir unsere Tüte und gucken uns mal den Block an. So, der ist jetzt nicht ganz quadratisch, sondern der ist ein bisschen länger, als er hoch ist. Ich versuche das jetzt so reinzuführen, dass es wirklich Spack drin ist. Also es soll kein Spiel haben. Deswegen nehme ich jetzt auch wirklich die lange Seite, obwohl das hier sehr eng ist. Das ist kein Problem, das kriegen wir da trotzdem rein. So, einfach hier an den Henkeln nehmen und reinschütteln. So, das passt gut. Müssen wir wirklich dafür sorgen, dass da kein Freiraum mehr ist. Also hier können wir auch mal schön draufhauen, weil wir wollen das wirklich dicht haben. Weil hier sind nämlich noch, mein Block ist ja nicht mehr ganz neu, so wie eurer, hier sind ja noch Löcher drin. Die wollen wir jetzt halt stopfen, indem wir das alles. So, das sieht gut aus. Jetzt pressen wir es wieder oben rein, das ist ein bisschen rausgekommen. Okay, das passt. Wenn man will, kann man jetzt schon mit Panzertape arbeiten. Machen wir jetzt in dem Fall noch nicht. Klappen das jetzt so hoch. Und jetzt nehmen wir unsere zweite Tüte und stülpen die von oben darüber. So, wenn es dann einmal drauf ist, dann geht es auch recht einfach, das runterzuziehen. Wirklich achtet darauf, dass hier die Griffe mitkommen und auch den richtigen Griff. Also ihr wollt den Griff von der Tüte, nicht von der unteren Tüte. Auf der anderen Seite, gut, der ist auch drin. So, dann kann man das jetzt einfach runterschieben. So, und für sicheren Halt schütteln wir es jetzt nochmal rein. So, ja, und jetzt sind wir auch schon fast fertig, weil allzu viel haben wir nicht mehr zu tun. Ich ziehe das jetzt hier noch ein bisschen rein, das müsst ihr nicht machen. Das ist einfach nur, weil ich das schön haben will. So, okay. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil. Also, ne, hier nehmt das 50 Meter mal 50 Millimeter Band. Das ist gut, das ist günstig und vor allem hat es hier diese
Kleidungsstruktur. Also so gewoben, ne? Hier, das wollen wir haben. So, und da müssen wir jetzt aber auch nicht komplett das Ding einpacken. Es reicht, wenn wir hier eine Bahn ziehen. So, so. Jetzt mache ich noch einen in der Mitte. So. Hier durch. Hier durch. So. Und das gleiche jetzt hier noch. Ja, ist jetzt nicht so schön geworden. Aber das ist ja auch nicht das, was ihr haben wollt. Ihr wollt kein besonders schönes Ziel. Ihr wollt ein besonders günstiges Ziel. Weil ihr schießt ja drauf. So. Aber nur weil ihr diese Möglichkeit habt, so eine Scheibe herzustellen, heißt das natürlich nicht, dass solche Scheiben wie die von Steamboat unnötig sind. Die Scheibe von Steamboat ist besonders gut, wenn es mit der Stinger, also wenn ihr mit der Stinger schießen wollt. Das geht bei denen auch, gar keine Frage, aber nicht auf Dauer. Ich habe hier gestern mal reingeschossen. Der Sack ist nicht ganz neu, das Deckblatt war ganz neu, aber der Sack ist nicht ganz neu. Und hier in der Mitte habe ich natürlich schon was öfter getroffen. Hier ist schon, hier gehen die Stinger-Pfeile bis zu den Vanes rein. Das ist dann nicht so gut. Dann habe ich mal hier testweise einen hingesetzt. Hier gehen die Stinger-Pfeile ungefähr nur zur Hälfte rein. Also da bleiben, also wenn der frisch gestopft ist, gar kein Problem mit der Stinger. Wenn er schon was älter ist, würde ich euch eher so ein Ding empfehlen. Das ist halt auch der Vorteil bei denen. Die sind sehr wartungsarm. Da kann man einfach immer weiter drauf schießen. Die Löcher verschließen sich quasi von selbst. Irgendwann ist es durch, ist klar. Aber ich glaube, das ist bei mir noch lange nicht der Fall. Bei denen müsst ihr natürlich immer wieder nachflicken, ne? So. Ja, also schön ist wirklich was anderes. Aber darum geht es halt, wie gesagt, heute gar nicht, ein besonders schönes Ziel zu haben. Sondern wir wollen ein sehr günstiges. So, und die Seite hier ist auch sehr schön glatt. Und jetzt können wir hier einfach eine Zielscheibe aufkleben. Die kann man sich einfach ausdrucken. Einfach mal bei Google eingeben, Bogenschießen Zielscheibe. Da findet ihr genau diese Zielscheibe zum Ausdrucken. Ihr könnt euch aber auch, das habe ich gemacht bei Amazon, einfach hier 30 mal so ein Deckblatt für eine Zielscheibe holen. Sieht dann natürlich nochmal besser aus und ist dann, es passt halt auch genau drauf, ne? Wenn ihr so einen 10 Kilo Sack habt und die großen Action-Tüten, dann passt das perfekt. So, und ja, jetzt kommen wir auch dazu, warum brauchen wir jetzt das Klebeband, nicht das Panzertape? Ja, weil das Paketband ist halt transparent, ne? Das Panzertape ja nicht. Und wir wollen ja nicht unser Ziel verdecken, wenn wir es festkleben. So, hier ist auch das wieder von Action. Und so, fangen wir mal an, das zu kleben. Naja, ein bisschen scheiße, wenn sich das einrollt. Also da kann ich euch auch sagen, schaut mal, dass ihr vielleicht ein besseres findet als ich. Das mit diesen kleinen Zahlen hier ist echt, wird scheiße geliefert, weil es halt sich immer wieder so einrollt. Das ist ätzend. Gibt es bestimmt auch bessere. Und vielleicht auch welche mit so einer Kleidungsstruktur drin, also mit so Fasern drin. Das wäre natürlich noch mal besser. Wenn ihr da was habt, schreibt es bitte in die Kommentare, verlinkt es mir. Ich suche sowas, ja. So, und jetzt einfach hier so schön an den Rand. Na, so. Deswegen nehmt die 70 Cent gerade in die Hand und holt euch das Klebeband. Ist jetzt nicht die Welt. Was ihr draus macht, das liegt natürlich bei euch. Ich denke mal, ihr werdet ein bisschen sauberer arbeiten als ich. Werdet euch da jetzt ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Mir geht es halt jetzt wirklich darum, dass ich euch ein schnelles, kurzes Video aufnehme, wie ich das mache. Und ja. So, also diese Matte, die stoppt jetzt auch wirklich auch die größeren Armbrüste. Also perfekt, ideal ist es halt für Adder, R9 etc. Alles, was ein bisschen längere Pfeile hat, ist sowieso gar kein Problem, egal wie viel FPS im Grunde.
Mit einer Raven habe ich jetzt noch nicht drauf geschossen. Weiß ich nicht, was es bei 500 FPS macht, aber auch 400 FPS sind kein Problem. Und wir machen jetzt mal einen Testschuss mit der R9. Einfach aus nächster Nähe, wirklich aus allernächster Nähe. Einfach nur, dass ihr seht, wie weit die Pfeile ungefähr reingehen. Wenn es aus nächster Nähe kommt. So. Ja, hier haben wir den gleichen Pfeil. Ja, also so viel dringt nur ein. Bei 90 Pfund aus dem wirklich nächster Distanz. Näher geht es ja kaum. Ja, und das Gute ist halt wirklich, ihr könnt es mit einem kleinen Finger ziehen. Ist das nicht geil? Dann machen wir direkt noch einen. Weil 10 ist nicht genug. 10 ist nicht genug. Ha. Ist halt einfach richtig schönes Ziel. Stoppt die Bolzen richtig einfach. Kleiner Finger. Und ja, was will man mehr? Jetzt machen wir mal ein Botkin. Dass ihr auch seht, auch Botkins werden hier gut aufgehalten. Setzen wir mal gerade einen normalen Bullet daneben. Ja, also je nach Spitze, ne? Je nach Spitze, ein Botkin geht natürlich tiefer rein. Ein Jagdpfeil natürlich, wie immer, der geht nochmal tiefer rein. Aber an sich ist das ein gutes Ding. Ne? Und wieder der kleine Finger, ihr könnt es wirklich mit einem kleinen Finger ziehen. Was will man mehr? Und das für ja, knapp 10 Euro. 10 Euro kosten die Kleider, die Klebebänder und Tüten. Damit ist man mit unter 5 Euro ist man dabei. Also circa 15 Euro und man hat ein wirklich, wirklich gutes Ziel, was Pfeile aus der nächsten Nähe sogar so gut abblockt. Wunderbar. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, du hast auch was gelernt. Und im besten Fall hast du dann jetzt heute, morgen oder übermorgen eine neue Zielscheibe zum absoluten Spottpreis. Und ja, wenn man sich mal das Wetter anguckt, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, so ein kleines Bastelprojekt jetzt zu haben. Na, ich wollte ja eigentlich einen Pfeiltest jetzt machen. Der ist auch sehr, sehr umfangreich. Ich habe auch schon damit angefangen, aber das Wetter lässt gerade echt zu wünschen übrig. Deshalb kommt jetzt erstmal dieses Bastelprojekt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Hier bei MAG. Modern Archery Germany. Jetzt kleiner Preview hier. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal den Rest von meinem Büro. Also zumindest hier von der Ecke. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen ordentlich gemacht. Hier ist jetzt meine Bogensport-Ecke sozusagen. Ja, also hier ist die kleine Bastelecke, damit mein Schreibtisch nicht immer so voll ist. Hier sind Pflegematerialien. Ja, Labello eignet sich wunderbar. Ein paar Pfeile, ein paar Speedloader. Ja, und der richtige Pfeilvorrat, der ist dann hier. Und hier noch mein Köcher. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald.